By Jove, you alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. Good. Freak show. Notes. The Passion of Father Martin. I can't believe Father Martin one-up Jesus Christ himself in shitty ways to die, and I don't believe I'm going to miss him. A way out. If he's telling the truth now, I've got a way out and a story to tell. He wants me to spread his gospel. I'll tell the whole fucking world. Jasper, Francesco, Dankeschön. War schön mit euch, ganz ehrlich. Fand ich gut von euch. Dankeschön. Das ist freundlich von euch. Ja, tschüss. So einfach ist es doch niemals. Ich nehm mal den üblichen Weg. Ups. Direkt durch den Elevator. Elevator durch den Luftschacht. Aber anscheinend sind wir wirklich gleich out at last. So wie es aussieht. Okay. Fuck you, boy! Shit, 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 shit! Gehen wir auf den richtigen Weg? Ich weiß gar nicht. Rein. Komm. Okay, gut. Okay, time to outplay. Achso, der kommt da. Okay! Oh, you're such a big, strong man! Genau, mit Q konnte man nach hinten schauen. Ich wusste doch, da war noch was. Okay. Da, fuck you. Oh, no. No, nicht in der Dusche. Nicht in der Dusche. Oh, shit. Shit! Dankeschön! Du Vollidiot. Das hätte ich nicht sagen sollen. Okay. Nee, hier lang. Scheiße! Oh, sweet! Sweet! Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch! Nein! Yes! Okay. Okay. Du bist ein Halunke. So, wo ist der Boy? Ich höre ihn in seiner Kette zumindest gerade nicht. Das ist schon mal ein ganz gutes Anzeichen. Ich glaube, wir sind hier falsch. Nee, hier ist eine Tür. Türen sind gut im Normalfall. Na, wenn sie offen wären. Wir wurden ja mittlerweile verwöhnt mit offenen Türen. Aber
damit auch her. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ja. Giant, wenn da oben ein Luftschacht ist, muss er natürlich da weiter. Ist doch klar. Denkt doch einmal nach. Ab. Lala, das kommt nicht gut. Ja! Yes! High five! Nee! Hoch! Da gerade. Really? What the fuck? Ist ja wie Grave Encounters hier. Ja, zumindest sind wir von Kollege Patsch jetzt weg. Was in aller Welt ist das? Salt Lake City oder was? Im Ernst, was ist das? Und warum ist es so weit unten im Boden? Ich dachte, wir kriegen eine Note dafür. Merkoff Corporation. Oh Gott. Oh boy. Uh-oh. Under the mountain. Fuck. Whoever finds my corpse, trust no one and tell everyone. I am not crazy. I know only crazy people say that, but I am as sane as this world allows with a camera full of evidence. Don't call it a gospel, call it a mockery of reason. Let the world know it is Murkoff's fault. Bury these bastards with my mutilated dead body. Oh. We have entered Project fucking Wallrider. Ein bisschen was von SCP Containment Breach. Teilweise. Einen Block haben wir hier. Uh-oh. Ja, wenn das irgendjemand findet, dann wird er, glaube ich, schon einiges herausgefunden haben. Und dass die Info hier traue keinem erst so spät kommt, ist auch nicht wirklich gut. Morphogenic Engine Chambers. Keine Türgriffe oder so, außer bei sowas hier. Na gut. Holy shit, son. Es scheint hier alles steril zu sein. Avoid combination, wash your hands, ja. Naja. Das wird hier auch nicht mehr viel helfen, wenn ich mir das so anschaue. Dann haben wir hier Battery, nice. Ist denn hier... Mein Gott, was ist denn hier vorgefallen? Ja, Wallrider ist klar, aber... Shit. Meine Phrase. Das ist die Frage, ob hier unten überhaupt... Also wenn hier irgendjemand am Leben ist, ist er zumindest noch bei Trost. Im Normalfall. Sofern das geht, wenn ich mir das gerade hier so anschaue. Variant Postmortem. Haben wir hier? Zumindest sind wir weg von diesem religiösen Father Martin-Getue hier. Hätten wir nicht einfach nochmal den Elevator bedienen können und wieder nach oben fahren können und dann werden das alles hier vergessen können? Anscheinend nicht. Was ist da überhaupt drin? Würde mich mal interessieren. Liquid Nitrogen. Oh!
Hier entfernen wir uns ein bisschen davon, aber ich denke mal, das ist eine kleine Sub-Area. Warum hat er gerade seine Hand vors Gesicht gehalten? Oder macht er jetzt gerade den hier? Morphogenic Engine. Kann es irgendeiner entschlüsseln da draußen, der gut mit Mathe ist? Keine Ahnung, sind böhmische Dörfer hier für mich. Aber lass mal sehen. Vielleicht hat er es ja herausgefunden schon. Morphogenic Formula. This is the morphogenic engine. A few lines of mathematics and algorithm. Reprogram us. Turn us into nightmare factories. A few numbers on a dry erase board. Give me a hacksaw. And a few hours along with Dr. Wernick's corpse. I feel I owe him a debt. Gibt's hier mehrere Endings? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber falls ja, dann würde ich mir eigentlich auch gerne mal diesen Dr. Mervik-Dingsbums schnappen. Wir sind zwar kurz vorm Ende, glaube ich. Wir haben zumindest gerade hier Tageslicht zum ersten Mal wieder gesehen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das so leicht wird. What could possibly go wrong? Bisher ist halt alles falsch gelaufen. Delivery Exit.